Es war vor 20 Jahren. Sie hatten sich noch nicht selbst zum General befördert. Sie waren noch ein mickriger Drogenhändler. Und Sie und Ihr Mördergesindel hatten nur so viel Mut, dass es gerade dazu ausreichte, kleine Grenzdörfer zu überfallen, Essen und Waffen zu stehlen und Sklaven zu machen. Mein Vater war damals Dorfältester. Ein einfacher Mann, der einem einfachen Prinzip folgte. Gerechtigkeit. Er rief die wenigen Männer zusammen, die er hatte, und versuchte, Widerstand zu leisten. Sie und Ihre Banditen wurden von einfachen Bauern mit Mistgabeln zurückgetrieben. Mein Vater hat sein Dorf gerettet. Doch leider auf Kosten seines Lebens. Sie haben ihn erschießen lassen, als Sie davongelaufen sind. Ein Held wollen Sie sein? Ein Held auf 1000 Meter. Tut mir leid. Ich erinnere mich nicht an diesen Vorfall. Sie wissen es nicht mehr? Der Tag, an dem Bison Ihrem Dorf die Ehre erwies, war für Sie bestimmt der wichtigste Tag Ihres Lebens. Aber für mich war es nur Dienstag. Jeder hat seine Handfeuerwaffen geladen, um den Sicher ständig bei sich zu führen. Bis auf Weiteres ist mit ständigen Waffen. Ja. Jeder, dessen Waffen nicht zählt. Die Jungs werden sich bestimmt freuen, uns zu sehen. Ja. Sowas! Wenn das nicht unsere lieben Freunde sind, die unseren Plan verraten haben! Wir sind auf der Seite! Was sagt der Kerl? Heil im Beißen, die Jungs sind Fanatiker! Wir sind auf derselben Seite! Ja. Das klang so wie, ich kann euch den Weg nach draußen zeigen! Verflucht, ich habe gesagt, dass wir auf derselben Seite sind! Ja. Seit 10 Jahren arbeite ich im Mediengeschäft. Von Anfang an habe ich alle Informationen über Sie zusammengetragen. Ich fand Partner, deren Hass auf Sie und Ihre Freunde genauso groß ist wie meiner. Aber was am wichtigsten ist, ich studierte die Kampftechniken von 3 Kontinenten, um eines Tages allein gegen sie bestehen zu können. Endlich Rache für meinen Vater zu nehmen. Und ihre tyrannische Schreckensherrschaft persönlich zu beenden. Ich glaube, das gelingt Ihnen nicht. Sehen Sie, ich bezweifle, dass Sie dazu fähig sind. Sie haben sich immer versteckt hinter Ihrem hawaiianischen Sumo und Ihrem Boxer. Ich weiß, seit Sie in dieses Land zurückgekehrt sind, hat niemand Sie auch nur einen einzigen Kampf führen sehen. Nein, meine Gute. Ich kenne die Frauen. Und sie sind harmlos. Das ist genau das, was Sie von mir denken sollten. Nein!
Thank you.